Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, hat eine tolle Auswirkung. Und diese 30-jährige Erfahrung möchte ich Unternehmen weitergeben und zeigen, dass es wirklich zu einer Win-Win-Win-Situation kommt. Es ist nicht ein soziales Projekt, sondern es hat eine wirtschaftliche Kraft. In unseren bisherigen Unternehmensdialogen konnten wir an die 120 Best-Practice-Beispiele präsentieren und somit ein dichtes Netzwerk an interessierten Unternehmen knüpfen. Wir sind sehr stolz, prominente Redner wie den amerikanischen Vorkämpfer für Inklusion am Arbeitsmarkt Randy Lewis gewonnen zu haben. Hiring people with a disability is an idea whose time has come. There are enough examples out there that prove that people can do the job if they're given the opportunity. Als Mutter einer Tochter mit Behinderung weiß ich, dass Menschen mit Behinderung oft individuelle Talente und Fähigkeiten entwickeln. Und genau das wollen wir Unternehmen zeigen. Wir sehen das immer wieder in unseren Sensing Journeys, wo dann die Führungskräfte total erstaunt sind, dass zum Beispiel der Blinde auf seiner Braillezeile im Excel wesentlich schneller ist als jeder Sehende. Menschen mit Behinderung haben ganz viele Begabungen, die ihnen einfach nicht zugetraut werden. Menschen mit einem Handicap müssen sich zutrauen, dass sie Tolles in der Gesellschaft leisten können. Und wir müssen uns zutrauen, dass wir das auch mitnehmen können. Dass die Unternehmen die Barrieren im Kopf abbauen, dass es selbstverständlich wird, dass Menschen vielfältig sind und dass Inklusion lebbar wird. Aus meinen eigenen persönlichen Erfahrungen als Mensch mit Behinderung weiß ich, dass wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ein Mensch mit Behinderung technische qualifizierte Arbeit leisten kann. Es macht volkswirtschaftlich Sinn, weil es 14 Mal günstiger ist, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, als sie im Sozialsystem zu haben. Es macht betriebswirtschaftlich Sinn, weil 15% der Bevölkerung eine Behinderung haben und auf dieses Potenzial kann ein Unternehmen nicht verzichten. Wir werden also darauf achten müssen, gerade in Anbetracht des Fachkräftemangels, dass wir alle Menschen mit einbinden, sie dann gut begleiten, damit es im Prozess funktioniert. Und ein Mensch mit Beeinträchtigung bringt sicher einen Mehrwert für das Team mit. Es gibt einen Mehrwert im Unternehmen, das sieht man überall dort, wo Integration und Inklusion auch tatsächlich ernst genommen und betrieben wird. Man ist nicht behindert, man wird behindert im Berufsleben und im Privatleben. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen als Schlagwort auch nimmt, dann hilft es auch im Mindset dementsprechend anders zu agieren. Ja, das Wichtigste ist barrierefrei denken sozusagen, also auch für einen Unternehmer selber, nicht? Unternehmerische und soziale Verantwortung sind keine Gegensätze. Beide Seiten können gleichermaßen profitieren. Dafür ist auch der Austausch zwischen Pionierbetrieben, interessierten Unternehmen und Betroffenen besonders wichtig. Wir sind sehr froh, dass wir die Schirmherrschaften und Unterstützungen der Ministerien hatten, der Landeshauptleute, aber auch der Wirtschaftslandesräte und Soziallandesrätinnen, die aktiv bei unseren Dialogen dabei waren. In der Wirtschaft, im Unternehmertum ist im Endeffekt wie im Spitzensport. Man muss sich ein Ziel setzen, man muss sich Maßnahmen ausdenken und man muss dranbleiben. Man darf nicht aufgeben, wenn die ersten Hindernisse kommen. Kernbotschaft ist, du darfst nicht zu viel im Kopf denken, was könnte sein, wie schaut die rechtliche Situation aus. Das sind ganz normale Mitarbeiter mit allen Vor- und Nachteilen. Man braucht überhaupt keine Berührungsängste haben. In den letzten Jahren habe ich schon 8 Lehrlinge mit Behinderungen ausgebildet und ich bin total stolz auf ihnen, weil einige davon es zu Bundesmeisterschaften geschafft haben. Ich mache keinen Unterschied zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Sie können genau gleich viel leisten, nur anders. Ich glaube, wir müssen den Menschen erlauben, das Über-Ich kleiner werden zu lassen, wenn wir die Seele groß werden lassen. Eine inklusive Gesellschaft lebt von den Menschen, die mehr tun, als sie müssen. Finden Sie den Mut, Menschen mit Beeinträchtigungen eine Chance zu geben und sie werden erleben, dass es sich für das ganze Team wirklich lohnt. Wenn es auch nur kleine Schritte sind, bewegt etwas, verändert etwas und löst hoffentlich ein Schneeballsystem aus. Und ich freue mich, dass ich Teil dieses Schneeballsystems sein kann. There is no reason why Austria couldn't embrace this and become the world center from which all the world will come to see how to make this happen.